Jo Freunde, ich begrüße euch da zu einem neuen Tipps und Tricks Video. Und diesmal möchte ich euch wieder was Besonderes sagen für ein Ritschlein. Ich habe da von einem guten YouTuber-Kollegen vom Detlef-Kanal Bushcraft and Nature was Leibendes bekommen, nämlich so Seilspanner, die habe ich bei ihm einmal gesehen. Haben wir ein bisschen hin und her geschrieben, er hat mir welche gemacht, hat mir die jetzt auch geschickt. An dieser Stelle, Detlef, danke vielmals dafür. Sala, jetzt ist das erste Mal ein Einsatz. Um was geht es da? Und zwar, es sind da so wunderbare Hölzchen mit drauf. Die kann man für die Spanner von der Ritschlein optimal brauchen. Und wie man das genau macht, zeige ich euch gleich detailliert. Ich spanne es jetzt da einmal kurz in der Zwischenzeit auf, dass man mal sieht, wie das ausschaut. Und dann zeige ich euch das Ganze noch näher. So, als erstes gehen wir mal um den ersten Baum herum. Da haben wir Laschen drauf, das zeige ich euch aber dann gleich noch einmal genauer. Das kleine Hölzchen ist da, dass das Ganze schön hält. Dann gehen wir auf die andere Seite nochmal. So, da habe ich jetzt natürlich immens viel Schnur. Das ist klar, das braucht man normal nicht. Da haben wir auch ein Hölzchen drauf. Das werden wir auch gleich brauchen, zeige ich auch gleich warum. Dann brauchen wir da mal wieder so eine kleine Schlaufenherin. Weil die brauchen wir fürs Fußspanner. Ja, wenn wir die Schlaufen da haben, brauchen wir jetzt das kleine Holzerl. Weil das steckt man da jetzt durch und können da jetzt wunderbar spannen und das Ganze hält sich von allein. Ist da pipi feinst. Dann haben wir da unten unsere zwei Brusiknoten mit einbunden, auch mit den Holzern. An denen kann man das Tape noch draufhängen und spannt das an. So, und jetzt zeige ich das noch ein bisschen näher. So, ihr seht, wir haben da eine ganz einfache Schlaufe drin. Da ist ein Stück mehr Schnur lassen. Da ist das Holzerl drinnen. Wie das Ganze gemacht worden ist, verlinke ich euch da jetzt unten zum Detlef seinen Kanal, wo er das gebaut hat. Schaut euch das an, ist echt genial, hat mir echt gefallen. Dann da noch zwei Holzerl fürs Tarp dann mit einer Brusikschlinge. Und wenn man das jetzt anhängt, ganz einfach. Wir fahren da um den Baum herum. Das kennt ihr schon aus meinem alten Video. Ziehen die Schnur da durch die Schlaufe durch. Und jetzt kommt das eine Holzerl ins Spiel. Weil das hängt ja schon da jetzt fix drauf. Und das können wir da schon mit einbeziehen. Und somit brauchen wir sich kein Holzerl suchen, weil das ist schon auf der Ritschlein. So. Dann haben wir da unsere Brusik, die lassen wir mal da hängen und gehen mal auf die andere Seite. So, da müssen wir jetzt eine Schlinge einfüllen, weil da müssen wir ja dann spannen. Wir machen ganz einfach eine Schlinge. Ganz einfach eine Schlinge. Und diese legen wir auf die Schnur drauf und ziehen die von unten vierer. Somit haben wir ein Schlaferl drin. Und das ist optimal, das brauchen wir. So, dann gehen wir mit der Schnur um den Baum herum. Und da wir jetzt da nicht mit der ganzen Schnur da durch müssen, weil die bei mir sowieso extrem lang ist, haben wir da jetzt am Ende wieder so ein Holzerl aufgefallen. Und da gehen wir jetzt eigentlich nur durch die Schlaufen durch und ziehen auf der Restlinge an und können super spannen und das Holz sitzt selber. Ihr seht, ich habe keinen Knoten, mache gar nichts. Einfach anziehen, spannen und das ist gespannt wie eins. Wollt ihr das Ganze aufmachen, zeige ich euch gleich näher. Jetzt dreht das Holzerl nur da quer, dann rutscht es da raus und das war's. Watschen einfach, also noch einmal. Holzerl durch. So, wir spannen. Das hält sich von allein, wie man sieht.
wir drehen das Holzerl da quer und das rutscht da raus und das ist wieder alles offen. Und solltet ihr Angst haben, dass da vielleicht irgendwas ist, dann wickelt ihr das Ganze ums Holzerl einmal um. Dann hält es sich sowieso noch viel besser, dann geht das ganz sicher nicht mehr auf. Wie gesagt, das ist alles watschen einfach, Holzerl verdrehen, rutscht da raus und alles ist offen. Ja, und der Knopf ist sowieso einfach nur anziehen und dann ist er offen. Also, ja, ich denke, wie einfach man jetzt das einspannen kann, brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Es nimmt die Schlauferl vom Tab, sagen wir, das ist jetzt ein Schlauferl, ich spanne es jetzt nicht extra auf. Das wisst ihr, wie das ist. Dann geht es jetzt durch das Schlauferl vom Tab durch, fahrt es ein und spannt es. Und die Sache halt. Und genauso das Ausfallen. Es dreht das Holzerl da quer und es rutscht raus und das war's. Eins, was ich euch sagen muss, schaut immer, dass diese Schnur von diesen Brusiknoten dünner ist als wie die Ritschlein, weil sonst rutschen die hin und her. Ich habe da jetzt das 4 mm Paracord und habe eine 3 mm Bänklein. Das ist diese Synthetikleine, diese Gitterte, die hält da wirklich bombenfest. So ist das Watschen einfach. Ja, wie gesagt, Tab spanne ich nicht auf. Ich glaube, das wisst ihr, wie das funktioniert. Und jetzt bauen wir das Ganze noch mehr an. Das seht ihr, wie schnell das geht. Verdrehen, ausrutschen lassen, anziehen, herüben, gehe her. Zah, das Holzerl lassen, zeige euch noch näher. Und das Ganze ist alles offen. Jetzt zahlt es dann der Schnur, wo die Stickerl drin ist. Das Ganze geht auf und jetzt habt ihr das fix fertig zusammen. Braucht es nicht mehr aufwickeln und das war's. Ja, und so schaut das da jetzt aus. Ich habe mir das andere jetzt auf die Seiten gezogen. Dann kann ich das immer schön mitziehen, dort hin, wo ich es brauche. So, und jetzt zeige ich noch was anderes, was dazu gibt. Da gibt es nämlich noch einen schönen anderen Spanner, auch noch, der was optimal ist. Wobei, da unten habe ich immer diese Gummispanner gehabt mit diesen Kugeln. Und das schaut natürlich nicht gut aus, da war er der Meinung. Und das war der Hauptgrund, warum ich ihm gebeten habe, warum man das macht. Und zwar, ihr seht schon, die sind schon im Einsatz. Eigentlich dasselbe Prinzip wie auf der Ritschlein. Ich habe da quasi ein Schlauferl wieder mit meinem Holzerl, wo ich quasi da durchziehe und dann einfach nur anziehe zum Spannen und das halt. Also ich wirklich bin davon echt begeistert. Das ist jetzt der einfache Seilspanner und ich habe mir aber auch noch einen geschickt, der nennt sich doppelter Seilspanner. Das ist dann der, was ich da jetzt drauf habe, dass man das verbinden kann. Selbe Prinzip. Man fährt in der Mitte durch, das ist offen, nur dass halt das ganze Holzerl durch die Schlaufen da quasi durchgeht. Am Ende einen schönen Knoten, dass es nicht rausrutschen kann. Und so kennt ihr es eigentlich alles. Wurscht, ob das jetzt Decken sind oder eben Felle sind. Super Zusammenhänger. Man kann auch auf die Ausrüstung was anbinden. Wie gesagt, schaut euch das im Video an. Ich verlinke euch das exakte Video, wo er das sagt, genau oben. Und das ist wirklich super gemacht. Hat er sich wirklich gut überlegt. Und das hält eigentlich bombenfest. Und man braucht das nur verdrehen. Und das Ganze geht auf und ist offen. Ja, an dieser Stelle noch einmal meinen herzlichsten Dank an den Detlef. Echt, hat mich gefreut für die Sachen. Gefällt mir auch sehr gut. Schaut auf einen Kanal, der hat eigene Tab-Aufbauten und alles. Also wirklich vom Feinsten. Gefällt mir wirklich gut. Ist ein kleiner Bastler wie ich. Und ich zeige euch aber trotzdem noch was, was man auch noch machen kann, wenn man wirklich halt so Holzerl nicht hat, sondern eine einfache Schnur mit einer Schlaufe auf der einen Seite. Wir haben unsere Schnur mit der Schlaufe. Wir fahren da einmal durch die Schlaufen durch und fahren noch einmal durch die Schlaufen durch. Und das zieht man jetzt zu mir her fest und ihr seht, das hält bombenfeinst.
zurückziehen und es ist offen. Und unter dem Sinn zeige ich euch noch einen zweiten, was ich erst unlängst gesehen habe, was mir auch gut gefällt. Brusiknoten kennen wir schon alle. Ich habe jetzt extra orange eine Schnur genommen, dass man das ein bisschen besser sieht. Drüber festziehen und man sieht, das halt genauso. Ein Brusiknoten und wie man den macht, zeige ich auch noch. Im Prinzip dasselbe, einfach ein bisschen zurückziehen, der wird locker und wenn man festziehen will, in die andere Richtung anziehen und der hält von allein. So, ihr seht das, da ist jetzt dieser Brusik eingebunden und da ist nichts dabei. Wir haben eine Schnur, egal wie lang, jetzt müsst ihr wissen, was damit umwickelt, weil wir es ja doppelt nehmen müssen. So. Brusiknoten werden wir schon viele kennen, wenn nicht, ich zeige euch den noch einmal. Jetzt macht es in der Mitte ein Schlaufen und zieht sich das einmal um den Finger herum. Und durch die Schlaufen fahren wir mit den anderen zwei durch und ziehen es durch. Schaut euch schon mal recht einfach aus. So, jetzt machen sie noch ein bisschen mehr Platz und legen das noch einmal um den Finger. Jetzt haben wir eigentlich da oben vier schöne glatte Flächen, die ziehen wir jetzt noch einmal durch. Und das ist eigentlich schon unser Brusiknoten. Und wenn wir den jetzt wo verwenden wollen, gehen wir ganz einfach her, nehmen unsere zwei Enden, komm, und fahren da durch die, genauso muss das sein. Wir müssen den ein bisschen schlichten, dass die Ski nebeneinander liegen, weil dann hält er auch besonders gut. Ist jetzt vor der Kamera ein bisschen nicht so einfach zu machen, aber ist schon fertig. So, und da nehmen wir jetzt unser Fell mal wieder, stecken es durch, oder decken oder wie auch immer. So, schieben die da rauf, ziehen fest und halt genauso. Beim Aufschieben einfach da retour ziehen, geht auf und das war's. Ja, Freunde, das soll es wieder gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch einiges geholfen. Kommt euch wieder ein paar, wieder was Neues sein. Das vom Detlef ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, habe ich aber eh erwähnt. Das ist von ihm selber da, da wirklich lang dran tüftelt und sehr gut überlegt, muss ich gestehen. Besser wie ich bald. Das tut mir weh. Na gut, nein, Spaß ohne. Also. Perfekt gemeistert, gibt's gar nichts. Und wie gesagt, die anderen zwei Knoten, was ich euch gesagt habe, entweder mit dem Brusik, wenn man was zusammenbinden will, oder den, wo man zweimal durch die Schlaufen fährt und anzieht. Vielleicht hätte es halt wie cool. Ja, in dem Sinn, ich sage wieder mal, danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch was und sage, viert Gott.